Hallo und herzlich willkommen zum Thema Rückfallprophylaxe bei psychischen Erkrankungen. Hört sich sehr medizinisch an, also zum Thema, wie werde ich nicht mehr krank? Ich muss an der Stelle zugeben, der Titel ist vielleicht etwas übertrieben. Es hört sich fast so an, als könnte man das mit hundertprozentiger Sicherheit verhindern, krank zu werden. Das geht leider nicht, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, auf die man achten kann. Und als wir das Thema in der Sitzung hatten, dachte ich, ja, das ist ja eine relativ klare Geschichte. Ich war dann gedanklich schnell auf zwei Punkte fixiert. Aber es ist doch wesentlich stoffreicher oder wie sagt man, reichhaltiger geworden. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, das Video anzuschauen. Ganz grundlegend, wenn wir über Rückfallprophylaxe oder Vorbeugung sprechen, gibt es da ganz schnell so zwei Punkte. Einmal, dass man die Frühsignale erkennt, also Signale, die mir anzeigen, Achtung, jetzt wird es ernst, es geht ja wieder schlechter. Das heißt, dafür ist eine Selbstaufmerksamkeit erforderlich. Und wenn ich merke, Achtung, da passiert etwas, dass ich geeignete und frühzeitige Gegenmaßnahmen einleite. Je früher ich was mache, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich da schneller wieder aus meinem Tief, aus meiner Krise rauskomme, beziehungsweise im Idealfall, dass es zu gar keiner Krise kommt. Bei der Selbstaufmerksamkeit ist es so, dass es nicht immer angenehm ist, sich selbst zu beobachten, häufig sogar eher das Gegenteil. Es ist unangenehm, es hat manchmal was damit zu tun, dass man sich Dinge eingesteht und so weiter und so fort. Es gibt ja auch dieses Video, Huhu, wer bin ich? Selbstbeobachtungsstrategien. Ich glaube, da gehe ich da auch schon ein bisschen drauf ein. Aber diese beiden Dinge sind sehr zentral, wenn es um die Rückfallprophylaxe geht. Frühwarnsignale und Gegenmaßnahmen. Wenn wir über Frühwarnsignale sprechen, also worauf kann ich eigentlich achten? Mal wieder sehr typisch, ich kann auf das Verhalten achten. Ist es vielleicht so, dass ich mich vermehrt zurückziehe? Ist es so, dass ich vermehrt in Streitereien gerate? Ist es so, dass ich mich häufiger krank schreiben lasse? Oder esse ich vielleicht vermehrt? Bei allen Punkten, die jetzt kommen, was ist für mich persönlich typisch, wenn es für mich in eine Krise geht, wenn es mir schlechter geht? Woran kann ich das erkennen? Was ist da typisch? Verhalten ist etwas, was man relativ gut beobachten kann, wenn man sich selbst beobachtet. Der Körper gibt uns auch häufig recht früh Signale. Viele berichten auch, das sind so die ersten Signale, die sie klar wahrnehmen. Das kann sich um Schmerzen handeln, um Spannungszustände, also Anspannungszustände, Verkrampfung, Muskelkater. Die Muskelkater ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Anspannungen, häufigere Infekte, dass man häufiger also krank wird, dass man sich erschöpft fühlt, genauso wie Konzentrations- und Schlafstörungen, die zunehmen. So Konzentration, Schlafstörung und Schmerzen sind sehr häufig so Punkte, wo man schon relativ früh erkennen kann, irgendwas passiert. Und das ist gerade für die wichtig, die nicht so gerne auf sich selber achten. Natürlich gibt es bestimmte Gedanken, auf die ich achten kann, die mir anzeigen, dass es mir schlechter geht. Beispiel, ich schaffe das alles nicht mehr, ich habe das alles so satt. Kriege ich überhaupt noch was hin? Also Richtung Überforderungserleben, Richtung Selbstzweifel, aber auch so Richtung Sinnlosigkeitsempfinden. Sowas könnte es sein. Welche Gedanken sind dann für mich typisch, wenn es mir schlechter geht? Auch meine Wahrnehmung kann verzerrt sein in eine bestimmte Richtung, dass ich nur noch Negatives sehe, dass ich nur noch einen bestimmten Lebensbereich wie die Arbeit sehe, dass ich mich darauf völlig fokussiere, alles andere fällt hinten über. Also so eine Einengung kann dann ein Zeichen sein, dass da gerade was im Argen ist. Und natürlich meine emotionale Lage, wenn ich vermehrt niedergeschlagen bin, wenn ich vermehrt wütend bin, wenn ich vermehrt ängstlich, unsicher bin. Das sind auch alles Zeichen, woran ich festmachen kann. Achtung, hier ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Mal gucken, was da los ist. Also insgesamt haben wir eine relativ, wenn wir es zulassen können, eine relativ gute, ich sag mal, Batterie an Eindrücken, wo wir Informationen bekommen. Also die Frühwarnsignale. Jetzt habe ich festgestellt, okay, mir geht es nicht so gut, ich muss was tun.
Welche Gegenmaßnahmen kann ich einleiten? Auch das ist natürlich wieder individuell. Was brauche ich in welcher Phase? Es gibt zum Beispiel einige, die einen Notfallkoffer benutzen. In so einem Notfallkoffer können hilfreiche Gegenstände drin sein, wie zum Beispiel Düfte oder, ich sag mal, Steine, die sich schön anfühlen. Alles, was in dem Bereich der Skills fällt, da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Anleitung. Es können aber auch hilfreiche Sätze sein, Sätze, an die ich mich zum Beispiel selber erinnern will, wenn es mir schlecht geht. Glaubenssätze, sowas kann man auch laminieren und lange aufbewahren. Aber auch Telefonnummern können sich darin finden, so als Erinnerung. Da gibt es noch andere Menschen, an die du dich wenden kannst. Und wer genau ist das, dass man da schnell auf eine Idee kommt? Manchmal ist Ruhebedürfnis definitiv vorhanden. Da kann man natürlich in die Natur gehen, kann spazieren gehen. Sauna wurde genannt. Möglicherweise ist ein Urlaub nötig. Aber natürlich kann man sich auch eine gewisse Zeit in seine Wohnung zurückziehen. Wobei da natürlich immer wieder so ein bisschen die Gefahr ist, und das muss derjenige selbst für sich abschätzen, wenn es um einen Rückzug geht, ist das für mich jetzt gerade wirklich das, was ich brauche, dieser Rückzug, oder isoliere ich mich damit möglicherweise und verschlimmere damit meinen Zustand? Also das muss man für sich genau abschätzen, aber ich meine, das ist halt die Schwierigkeit bei so einer Planung, wenn man auf Gegenmaßnahmen schaut, wirklich festzustellen, naja, was wird mir da wohl helfen? Kontakt zu anderen aufnehmen ist etwas, was vielen in der Gruppe hilfreich erschien. Das können natürlich Freunde sein, das können Bekannte sein, das können Familienmitglieder sein, vielleicht Therapeuten. Es gibt in manchen Fällen auch diese Telefonseelsorge, die man anrufen kann, also Kontakt zu anderen aufnehmen. Aber auch sowas wie Therapie aufsuchen. Je nachdem, wie man das für sich einschätzt oder auch wie schlecht es einem geht, kann man zum Beispiel über einen stationären Aufenthalt nachdenken. Einen tagesklinischen Aufenthalt, das heißt teilstationär, wo man abends dann wieder nach Hause geht. Man kann eine ambulante Psychotherapie beginnen, wo man einmal pro Woche hingeht. Also das wären auch Gegenmaßnahmen, wobei bei der ambulanten Psychotherapie ja sehr häufig eine Wartezeit irgendwo zu erwarten ist, das kann man da auch wieder sagen. Und wenn ich gerade in so eine Krise gehe, brauche ich vielleicht schneller was. Wenn man aber schon mal eine Therapie gemacht hat, die abgeschlossen ist, kann einem der Therapeut vielleicht sogenannte Erhaltungssitzungen anbieten, dass man sich einmal pro Monat nochmal zusammensetzt, oder eine Krisensitzung. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob der Zeit hat, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht. Das sind die Gegenmaßnahmen. Und letztendlich immer hilfreich, sich etwas Gutes zu tun, zum Beispiel eine Massage zu gönnen. Man kann sich übrigens auch selbst massieren, auch wenn das nicht so schön ist. Ein schönes Essen machen, Spaziergang und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, und ich hoffe, der Einzelne weiß, was das bei ihm ist, was Gutes sein kann. Es lohnt sich, gerade auch wieder in Bezug auf diesen Notfallkoffer, zu diesem Punkt sich etwas Gutes tun, in Phasen, wo es einem gut geht, sich sozusagen eine Liste zu schreiben, wo wirklich die Dinge draufstehen, die einem gut tun, weil wenn es einem schlecht geht oder wenn man gerade so runterrauscht, dann kommt man möglicherweise gar nicht mehr so richtig auf diese Sachen. Und wenn man sich das schon vorher die Mühe gemacht hat und es aufgeschrieben hat, dann ist man da wirklich klar im Vorteil, sich was Gutes zu tun. Ja. Das also als einige Gegenmaßnahmen, wenn man merkt, okay, es geht mir jetzt nicht mehr gut. Okay, also wenn ich nicht mehr in eine Krise rein will oder wenn ich mich vor Krankheiten schützen will, sind das so die Punkte, die mir als erstes in den Kopf kommen. Frühwarnsignale und Gegenmaßnahmen. Natürlich gibt es auch andere Dinge, auf die ich achten kann. In der Gruppe wurde das wirklich sehr schön zusammengetragen. Zum Beispiel kann man auf typische Auslöser und Gefahren achten. Macht Sinn, ja, wenn ich die Auslöser kenne, dann kann ich sie manchmal vermeiden. Wenn ich weiß, da kommt was für mich häufig sehr belastend ist, kann ich mich darauf vorbereiten. Oder wenn ich merke, da ist schon was am Laufen, kann ich darauf reagieren. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, da ist eine Prüfung,
die bevorsteht und das ist für mich besonders stressig, kann ich mich sozusagen darauf vorbereiten, dass ich danach eine gewisse Zeit frei zum Beispiel habe, dass ich danach direkt einen Urlaub plane oder dass ich mir Hilfe davor und danach besorge. Gerade wenn ich über solche Bereiche wie den Suchtbereich nachdenke, wo möglicherweise eine Feier bevorsteht und ich habe lange Zeit Alkoholprobleme gehabt und ich fühle mich da momentan nicht stabil, weil Partnerschaft ist schwierig, auf dem Job ist momentan schwierig und ich habe sowieso so ein bisschen, fühle mich eh nicht so stabil und dann weiß ich, ah ja, okay, da wird wieder Alkohol getrunken, da gehe ich vielleicht nicht hin, das vermeide ich gleich, das ist eine Gefahrensituation. Oder reagieren, wenn ich gerade merke, da steht möglicherweise ein Beziehungsaus an, dass ich da schon sage, okay, ich suche mir jetzt wieder vermehrt Kontakt zu Freunden, dass ich da Gesprächspartner habe. Ich kann mit meinem Therapeuten vielleicht schon mal drüber sprechen, was wäre, wenn, kann ich da jetzt was tun und so weiter und so fort. Also reagieren. Und ein paar typische Gefahren und Auslöser. Wie immer Stress, das ist was, worauf man achten kann. Der kann natürlich sehr unterschiedlich sein, positiv, negativ, in unterschiedlichen Bereichen. Jeder reagiert da ja ein bisschen unterschiedlich drauf. Das ist was, was man im Auge behalten sollte. Beziehungsprobleme sind etwas, was man im Auge behalten sollte. Die führen auch häufig zu Rückfällen. Risikoverhalten ist etwas, was man häufig noch kontrollieren kann, dass man es vermeidet, sei es jetzt das Drogen nehmen, sei es, dass man zu viele Überstunden macht oder dass man merkt, naja, ich kümmere mich zu viel um die Probleme von anderen Menschen, ist kurz davor, eine Selbsthilfegruppe zu gehen, dass man sich vorbereitet, okay, ich springe jetzt nicht sofort, wenn jeder Probleme hat, da in die Bresche und kümmere mich drum. Körperliche Erkrankungen berücksichtigen, dass ich nicht trotz einer Erkrankung zum Beispiel meinen Job weitermache und dass ich mich erstmal krank schreiben lasse, das wäre etwas, was dazugehört. Und letztlich immer wichtig bei solchen Themen, was habe ich eigentlich so im Kopf? Hier wurden Ansprüche und Ängste genannt, die man hinterfragen kann. Zum Beispiel, wenn ich weiß, für mich ist ein Risikofaktor, ich gehe jetzt wieder, also ich komme jetzt aus dem Krankenhaus, möchte mich wieder um meine Kinder kümmern und habe so im Kopf, ich muss der allerbeste Vater sein, ich muss da meinem Kind das Allerbeste nur ermöglichen, dass man so mit dem Perfektionismus drin ist, dass man da sagen kann, nee, Moment, wenn ich das mache, dann ist doch wahrscheinlich, dass ich wieder ins alte Muster komme, dass es mir wieder schlechter geht, dass ich das nicht erfüllen kann. Also so Ansprüche runter oder in ein realistisches Maß bringen oder auch Versagensängste hinterfragen. Also was passiert denn, wenn ich mich mal nicht so gut um mein Kind kümmere, wenn ich mal sage, so, ich habe heute einen schlechten Tag, heute kümmere ich mich nicht um dich, ich brauche jetzt Zeit für mich, ist das wirklich ein Versagen, kann man da was anderes drin sehen und so weiter und so fort, dass man das hinterfragt. Und auch, wenn ich mal, weiß ich nicht, mein Kind angeschrien habe, dass ich da nicht gleich daraus mache, ich bin der schlechteste Vater auf der Welt, ich habe jetzt total versagt, sondern dass man sagt, okay, was folgt jetzt daraus, wie schlimm war das jetzt für das Kind wohl? Ne, also ich will jetzt nicht sagen, man soll seine Kinder anschreien, bitte nicht, aber das kann mal passieren, es ist nicht der Weltuntergang. Ja, man kann sich ja zum Beispiel später entschuldigen. Ne? Okay, also, soweit sind wir. Frühwarnsignale, Gegenmaßnahmen und typische Auslöser. Soweit, so gut. Das liegt jetzt alles noch in meiner Hand. Wenn ich mir jetzt aber unsicher bin, ob das reicht, oder wenn ich mir schon ziemlich sicher bin, naja, das ist zu wenig, dann kann man ein Sicherheitsnetz noch einrichten, sich sozusagen das erarbeiten, um das Ganze noch ein wenig sicherer zu machen. Und da gehört zum Beispiel sowas dazu wie regelmäßige Therapien und Arztbesuche. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine intensive stationäre Therapie gehabt habe und ich gehe raus und ich fühle mich eigentlich wieder ganz gut, dass man trotzdem über ein halbes Jahr, Jahr, vielleicht auch zwei Jahre eine ambulante Psychotherapie macht, mit einmal pro Woche oder zwei oder alle zwei Wochen,
dass man da einfach immer wieder die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, eine Rückmeldung zu bekommen. Also dass man da wirklich regelmäßigen Kontakt hat. Das wäre eine Möglichkeit, eine Sicherheit aufzubauen. Genauso wie der Arztbesuch. Das kann natürlich der Hausarzt sein. Gerade es gibt ja einige Hausärzte, was ich total bewundernswert finde, die sich sehr viel Zeit für den Einzelnen nehmen. Das wäre was, wo man so eine Sicherheit hat, dass man so mit dem sprechen kann. Aber natürlich auch sowas wie der Psychiater, den man dann vielleicht alle 3 Monate sieht und dann spricht, wie ist es momentan, der einem so ein bisschen hilft, das einzuschätzen und gegebenenfalls auch sagt, wie er es sieht, ob momentan Handlungsbedarf besteht oder nicht. Dann wurde dieser Punkt hier genannt, der Außenwahrnehmung von Freunden und Partner oder auch von anderen Leuten, die um mich herum sind. Das ist etwas sehr Wertvolles. Wenn mir jemand sagt, Mensch, mir fällt auf, du bist wesentlich gereizter oder du ziehst dich zurück, ist alles in Ordnung. Das ist ganz schön. Man muss ein bisschen selber auch damit umgehen können. Manchmal fühlt man sich dann auch angegriffen oder unter Druck gesetzt oder man sagt, die anderen, die schieben jetzt alles auf eine Krankheit und so weiter und so fort. Also am besten ist es, wenn man das miteinander abgesprochen hat, gerade wenn es um den Partner geht, was man sich eigentlich für eine Rückmeldung wünscht, wann das erfolgen soll und so weiter. Aber das ist eine zusätzliche Sicherheit, die man hinzunehmen kann, gerade wenn man sagt, okay, ich neige dazu, wieder in alte Muster reinzufallen, ganz schnell wieder in die Arbeit zu gehen, mich nur noch wieder auf Leistung zu fokussieren, da neige ich zu. Wäre gut, wenn noch jemand von außen aufguckt oder auch wenn man sich, ja, ich sag mal, sich selber das nicht zutraut, das zu sehen, kann man das natürlich auch nochmal machen. Selbsthilfegruppen wurde genannt, können ein sehr hilfreicher Punkt sein. Einmal zum Austausch, aber auch wieder hier für die Rückmeldung, wie andere das erleben. Aber gerade so eine Gruppe kann mir natürlich viel Halt geben, dass ich erkenne, ich bin damit nicht alleine mit meiner Problematik. Ich kann Hilfestellung erhalten und insgesamt halte ich das für eine ganz, ganz wertvolle Sache. Aber natürlich, wie bei allen Punkten, sollte man für sich gucken, ist eine Selbsthilfegruppe was für mich oder ist diese Selbsthilfegruppe was für mich oder passt mir das nicht, wie das läuft? Habe ich das Gefühl, da wird zu viel über das Problem gesprochen, es wird zu wenig über das Problem gesprochen, es wird zu einseitig, zu hoffnungslos, wie auch immer. Sollte man sich auf jeden Fall erlauben, sich das anzuschauen, aber auch zu sagen, nö, die Gruppe ist es jetzt nicht. Unterstützung für zu Hause organisieren, da gibt es auch in vielen Städten unterschiedliche Angebote. Was ich zum Beispiel kenne, ist die ambulante psychiatrische Pflege. Da kommen halt Leute zu mir nach Hause, die mit mir sprechen, die sehr konkrete Hilfestellung geben. Ich sage dann, ja, ich schaffe momentan das und das nicht. Dann überlegt man zusammen, wie könnte es gehen. Ich höre auch häufiger, die helfen zum Beispiel bei solchen Sachen wie Einkaufen oder auch manchmal, ich weiß nicht, ob da eine spezielle Vorkenntnis erforderlich ist beim Abarbeiten von Post. Ne? Eine Unterstützung für zu Hause, ambulante psychiatrische Pflege, ambulant betreutes Wohnen. Was war mir dann noch im Kopf? Integrierte Versorgung. Also da gibt es einige Sachen. Und wenn man zum Beispiel große Probleme hat mit seinem Geld oder wenn man sich in so einem Zustand befindet, wo man sagt, naja, momentan geht es mir gut, aber wenn es mir schlecht geht, kann ich mich nicht mehr um mich und meine Geschäfte kümmern. Dann kann man eine gesetzliche Betreuung sozusagen initiieren. Das macht bei manchen Störungen auch durchaus Sinn. Ja, vielleicht bei bipolaren Störungen oder bei Schizophrenien teilweise, dass man da nochmal schaut, ob das eine zusätzliche Sicherheit ist, die man braucht. Auch die Medikation kann natürlich etwas sein, bei den Störungsbildern, die ich gerade genannt habe, aber auch gerade bei der Depression kann eine antidepressive Medikation wirklich eine zusätzliche Rückfallsicherheit bieten. Da sollte man dann aber mit dem Arzt drüber sprechen. Ich bin kein Arzt, ich bin Psychotherapeut, dementsprechend nicht der Fachmann dafür. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das etwas ist, was den Verlauf positiv beeinflussen kann und auch die Rückfallwahrscheinlichkeit reduzieren kann. Dementsprechend, wenn man eine zusätzliche Sicherheit haben will, ist das eine Möglichkeit, die man hat. Wie gesagt, mit einem Psychiater oder Neurologen kann man darüber sprechen. Naja, und letztlich Tagesstruktur erarbeiten, aufschreiben und einhalten.
sei es regelmäßiges Aufstehen, sei es das Planen von positiven Aktivitäten. Auch das ist eine sehr gute Maßnahme, wenn man nicht mehr in alte Muster hineinfallen will und einen neuen Weg beibehalten, die Tagesstruktur. Okay, soweit sind wir. Was in vielen Bereichen vorkommt, kommt auch hier wieder. Es ist etwas eher Allgemeines, aber man sollte es nicht unterschätzen. Es gibt nämlich noch die Ressourcen, die ich zusätzlich aufbauen kann, beziehungsweise hier wurde auch Absicherung genannt. Je mehr Ressourcen ich habe, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich in die alte Krise, sage ich mal, in die Störung zurückfalle. Und hier wurden einige Sachen genannt. Ich kann versuchen, mir einen Freundeskreis aufzubauen. Das ist sicher etwas, was man nicht so unbedingt gezielt innerhalb von wenigen Wochen irgendwie schafft, aber dass man da eine gewisse Offenheit mitbringt, dass man die Chancen nutzt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Leute kennenlernt, sei es über die Selbsthilfegruppe, sei es darüber, einen Verein zu besuchen, sei es, dass man häufiger in ein Café geht, in Begegnungszentren, dass man, wenn man irgendwo rumläuft, eine aufrechte Haltung einnimmt, gesprächsbereit ist, wenn man mal angesprochen wird, ein bisschen nonverbale Kommunikation hat, also Zuwendung, Nicken, Zuhören, mal ein Grunzgeräusch, ja, also dass man da in diese Richtung geht und da was aufbaut. Hobbys, klar, je mehr Dinge ich im Leben habe, die mir etwas bedeuten, nicht je mehr, desto, das ist nicht so, aber wenn ich was habe, was mir was bedeutet, was mir Spaß macht, wo ich mich verwirklichen kann oder wo ich mich bei entspannen kann, was mir einen Ausgleich bietet, ich glaube, das ist klar, dass wenn ich solche Beschäftigungen habe, dass das hilfreich ist, nicht wieder krank zu werden. Haustiere wurden genannt und ich finde das auch unbedingt, aber auch hier bin ich genau wie in der Gruppe so ein bisschen, man kann nicht sagen, sie sind depressiv, kaufen sie sich einen Hund, dann läuft's, ja, also wenn man sich ein Haustier anschafft, dann sicher, weil man ein Haustier haben möchte und nicht aus dem Grund, weil man nicht mehr krank sein will. Ich finde, sonst wird man dem Tier nicht gerecht. Gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen weltfremd, ne? Aber ich glaube, da gibt es halt auch das Tierwohl, was da eine Rolle spielt. Also Haustier, super. Wenn man der Mensch dafür ist, gerne. Und ich höre auch immer wieder, mein Hund hat mich am Leben erhalten oder meine Katzen bedeuten mir besonders viel, wenn die zu mir kommen und so weiter. Oder auch andere Tiere, Pferd und, ach, weiß ich nicht, Igel, Hase, egal. Ne? Aber das ist etwas, was helfen kann. Aber ich will jetzt nicht sagen, man sollte unbedingt ein Tier sich anschaffen, auch wenn es überhaupt nichts für einen ist, nur damit man eine Rückfallprophylaxe da hat. Das natürlich nicht. So, Sport. Sport ist gut, ja, natürlich in Maßen, es sollte nichts Extremes sein, man sollte dadurch keinen Schaden nehmen, aber ganz grundsätzlich ist das etwas, wo ich zumindest selber glaube, dass es potenziell Selbstbewusstsein aufbauen kann, es ist gesund und es gibt einen auch ja, häufig dann wieder die Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, es ist ein Ausgleich und so weiter und so fort. Sport, ja, die Achtsamkeit ist etwas, was das Leben sehr bereichern kann, dass man sich darauf konzentriert, was im Hier und Jetzt ist, dass man mit den Sinnen versucht, seine Umwelt wahrzunehmen, ist etwas, was sehr viel gibt. Und da kann es natürlich auch darum gehen, sich selber mehr wahrzunehmen, aber auch mehr genießen zu können. Achtsamkeit. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass man da eine gewisse Zeit sich einräumen darf und soll. Naja, und letztendlich, wie immer, Stabilität, ich habe es da unten aufgeschrieben, es ist in anderen Videos auch schon
worauf man so ein bisschen achten kann. Wie fühle ich mich in meiner Wohnung? Wie ist es mit der Arbeit? Wie sieht es finanziell für mich aus? Wie ist der Freundeskreis bzw. die Familie und was mache ich in meiner Freizeit? Diese fünf Stabilitätssäulen kann man sich angucken. Die finden sich in dem WAF: Wohnung, Arbeit, Finanzen, Freunde, Freizeit. Und da kann ich so ein bisschen für mich, wenn ich da gut aufgestellt bin, auch eine gewisse Sicherheit schaffen, dass ich nicht wieder krank werde. Ich glaube, das war es so zur Absicherung und Ressourcen, so als kleinen Ansatz. Bei der Rückfallprophylaxe habe ich persönlich immer so ein kleines Problem, dass es immer wieder sehr besorgte Menschen gibt, die auch bei einer, ich sag mal, wenn nur mal eine Verstimmung da ist, wenn sie mal traurig sind, wenn sie mal weinen, wenn sie sich nicht konzentrieren können, Kopfschmerzen haben, schwer aus dem Bett kommen oder so, die da sehr große Angst haben, dass das jetzt wieder bedeutet, krank zu werden. Das kann ein Zeichen dafür sein, aber man kann auch nicht die ganze Zeit in Angst leben. Na, kann man schon, aber es bringt natürlich nichts, die ganze Zeit zu gucken, oh Gott, ist da wieder was? Damit macht man sich ja selber wieder verrückt und damit auch krank. Also bei zu viel Angst vor dem Rückfall, so ein paar Hinweise. Denken Sie daran, dass Sie es schon mal geschafft haben. Sie sind schon mal aus der Erkrankung rausgekommen. Oh, hier sieht es sich. Naja, ich bin immer im Zweifel, wie ich das in den Videos halten soll. Hier, also siezen. Denken Sie daran, dass Sie es schon mal geschafft haben. Das heißt, sollte es wirklich so kommen, dass man eine erneute Erkrankung hat, ja, kann man es ja auch wieder hinaus schaffen. Nicht jedes Symptom ist krankhaft. Also bitte, wenn man mal irgendwie eine Woche lang traurig ist, dann ist das vielleicht einfach so. Es gibt solche Phasen. Ja, wenn man eine psychische Erkrankung gewesen hat, sollte man da noch bewusster drauf gucken, keine Frage. Aber man sollte jetzt auch nicht super panisch drauf reagieren. Und letztlich ist es vielleicht das Sinnvollste zu sagen, gerade wenn man solche Angst hat, nicht zu viel andauernd zu scannen, sondern, also wie sagt man, in sich zu schauen und zu sagen, ah, könnte das oder könnte das und da ist ja wieder was und jetzt fühle ich mich traurig und so, sondern sich eher darauf zu konzentrieren, einfach gesund zu leben. Dass man nicht so sehr darauf guckt, ich will auf keinen Fall krank werden, sondern dass man sagt, ich möchte lieber gesund leben und dazu gehört für mich, in der Woche zweimal zum Sport zu gehen, meinen Partner irgendwie zweimal in der Woche einen schönen Abend zusammen zu verbringen, genug Bewegung zu haben, eine Arbeit zu haben, wo ich mich ganz wohl fühle, dass man da so ein bisschen guckt, was bedeutet das für mich, mich gut um mich zu kümmern, mir häufiger mal was zu gönnen, nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen. Weil wenn man das so macht, glaube ich, ist es ganz egal, ob man das jetzt macht, weil man eine Erkrankung hatte oder nicht. Ich glaube, so kann man das Leben einfach deutlich ja, von der Qualität her verbessern und man hat mehr davon, also eher darauf konzentrieren, gesund zu bleiben, so simpel es sich auch anhört. Also das ist es so zur Rückfallprophylaxe. Vielen Dank für das Schauen, vielen Dank für die schönen Anregungen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.